Was geht ab? Wir haben Montag. Montag, Anfang Mai 2021. Und mein YouTube-Kanal Bernard TV, ich weiß es nicht, wie viele Klicks und Abonnenten wir haben, ja. Das müssen unsere guten Abonnenten hier bitte wieder reinschreiben, ja. Sagen Sie es mir bitte, ja, weil ich war 2 Monate abgemeldet, ja. Ich weiß. Eure schlaflosen Nächte sind vorbei, ja. Sagt es all euren Müttern und den Fischen im Aquarium, ja. Bernard TV ist zurück, ja. Wir werden jetzt mal hier den YouTube-Algorithmus wieder mal auf Vordermann bringen. Jetzt geht's wie gewohnt hier weiter. Bam, 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 bam. Klar, wir haben das ein oder andere Spiel verpasst, ja. Die ein oder andere Entwicklung. Nicht direkt hier auf Clickbait-Manier auseinandergenommen. Aber das ist egal. Das ist egal, liebe Leute, denn wenn du ein Tag Frankfurt bist, dann hast du eher das mitbekommen, ja. Und mein Kommentar, ja. Das kommt schon. Macht euch mal keine Sorgen. Ich werde hier alles kommentieren, ja. Was passiert ist. Und meine Lösungsvorschläge für unsere Probleme kommen natürlich auch. Ja? Und ja, wie gesagt, 2 Monate gab es kein Bernard TV. Viel zu tun. Aber das ist jetzt erstmal erledigt. Und jetzt geht's weiter wie gewohnt. Über Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, was da nicht alles passiert ist, ja. Was bei mir nicht alles passiert ist. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Ja. Und vielleicht sogar geklaut. Ich habe es wiederbekommen. Mhm. 3 Tage später Fundbüro Frankfurt. Hauptwache BM. Hey, falls du derjenige bist, der mein Portemonnaie zurückgegeben hat oder es vielleicht geklaut hat und dann zurückgegeben hat, ja? Du bist schlau, ja? Ich hätte 50 Euro Finderlohn gegeben, hättest du dich gemeldet, ja? Hast du so die 150 Euro rausgenommen, die drin waren, ja? Ist okay, bist schlau, hast gut gemacht, ja? Aber ich habe mein Portemonnaie wieder, das ist wunderbar, ja? Da hat mir diese ganze Scheiße erspart, man kennt ja diese ganzen Ämter da. Okay, ja. Und noch eins vorweg. In der jüngster Vergangenheit wurde hier noch über ein anderes Thema bei Bernard TV gesprochen, außer Eintracht Frankfurt, ja. Mir wurde von oberster Stelle empfohlen, das sein zu lassen. nicht, weil es irgendwie schlimm wäre, ja, oder irgendwie. Es wäre für mich persönlich nicht zum Vorteil, ja, und nicht schlau. Denn es hat sich, jeder, der darauf eingestiegen ist und sich damit beschäftigt hat, wird verstehen, dass es da unglaublich abgeht. Und mir wurde empfohlen von höchster Stelle, ja, von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich, ja, aufzupassen und es lieber sein zu lassen. Es wäre in meinem Interesse, wäre besser für mich, ja. Es ist, ich kann das nachvollziehen, deswegen lassen wir das mal sein. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt mit dem Gedanken spielen, sich von der Brücke zu stürzen. Macht es nicht. Falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne in Bernard TV, Instagram oder wo auch immer ihr mich kontaktieren wollt, kontaktieren und dann reden wir, ja? Aber erstmal so. Das ist aber wunderbar alles, ja. So, okay, Eintracht Frankfurt. Oh, Eintracht Frankfurt, was da nicht alles passiert ist, ja? Oh. Adi Hütters, Entscheidung. Er geht zu Gladbach, vor dem Gladbach-Spiel. Ja, also was, welch Zufall, Kell-Zufall, ja, wenn man es auf Französisch zu sagen, kriegst du aus dem Maul von Gladbach. Oh, Polizeikontrolle, Kollege, tut mir leid, ja, ich bin auf deiner Seite. Weißer Audi, Mercedes, ich kenne mich nicht aus mit Autos, könnte auch ein Fiat sein. Könnte aber auch ein Fahrrad gewesen sein, ja, auf Autobahn, also. Jedenfalls, ja. Gladbach aus Maul kassiert, dann kam, glaube ich, Augsburg, Pflichtspielaufgabe erledigt, Pflichtspielsieg so, aber Pflichtsieg meine ich, ja, aber gut, Augsburg war sowieso, die Luft war draußen, herrlich, war weg, gut, immerhin, sonst wäre Ciao Kakao, ja, Leverkusen, was alles ein Spiel, ja. Ja, man hat schon das Gefühl, dass bei Eintracht nicht mehr alles so leichtfüßig läuft. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir uns im Endspurt der Saison befinden. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir ein zu seichtes Nervenkostüm haben, ja, jetzt, wo es wirklich um was geht, so, ja, so. Kann viele Gründe haben, kann auch natürlich mit der Art und Weise, wie die Abgänge unserer Chefs nach außen kommuniziert wurden, zusammenhängen, ja. Kann auch damit zusammenhängen, dass sich viele Leistungsträger schon mit anderen Mannschaften beschäftigen. Ey, das kann alles sein, ja. Am Ende des Tages kann es auch einfach nur sein, dass es bei Leverkusen auch keine schlechte Mannschaft ist, im Gegenteil. Und man einfach verloren hat, ja. Kann auch sein, ja. Dumm gelaufen, ja. Aber wenn man 5 Spieltage vor Schluss 7 Punkte Abstand hat, 5, 6, jetzt legt jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage, ja. Aber wenn man kurz vor Ende der Saison 7 Punkte Abstand hat auf den 5.,
und du dann 3 Spieltage vor Schluss nur noch 1 Punkt Vorsprung hast, ja, klar hast du noch alles in der eigenen Hand. Und bei Mannschaften wie Mainz, Schalke, Freiburg, ja, Dortmund hat jetzt Pokal gespielt. Dortmund hat, glaube ich, noch Leipzig. Dortmund hat, weiß nicht, was Leipzig, ich glaube auch noch Leverkusen und spielt noch Pokal und so, ja? Ja. Und schwierig, aber es war selten so spannend wie jetzt. Es war selten so spannend wie jetzt, wirklich, ja, Eintracht Frankfurt. Weil du hast zwar alles noch in der eigenen Hand, aber jetzt die Nerven flattern natürlich. Mainz hat einen Lauf unter dem neuen Kampfestrainer Bo Svensson. Irgendwie ist es sympathisch, ja. Und auch wenn wir die Mainzer eigentlich nicht mögen in Frankfurt, dürfen wir nicht vergessen, dass wir nur aufgrund Mainz letzte Saison in die Euroleague gekommen sind, ja. Dass sie das unmögliche Wunder vollbracht haben irgendwie am letzten Spieltag nach 2-0. Ich glaube, die haben 2-0 hinten gelegen gegen Hoffenheim und 4-2 gewonnen. Und aufgrund dessen ist Eintracht in die Euroleague gekommen, ja. Das darf man nicht vergessen, ja. Wir haben denen ja diese Saison auch schon den Da Costa und den Kohl geschenkt, damit die da aus der Abstiegszone rauskommen. Und es ist wunderbar, ja. Jetzt spielt sogar, Nachholspiel, glaube ich, sogar heute, glaube ich, ja, Hertha Mainz. Also, liebe Herthaner, ich weiß, wir haben hier einige Herthaner, die zugucken. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. War cool, ja. Aber trotzdem, es tut mir sehr leid, aber ich wünsche mir nichts. Ich wünsche mir, dass ihr absteigt. Ihr könnt eigentlich nichts dafür und das ist absolut unfair, aber irgendeinen muss ich bestrafen. Irgendeinen muss ich bestrafen dafür, dass wir solche Kopfschmerzen haben, dass der Freddy jetzt da gelockt wurde, verführt wurde von der Schlange im Garten Eden, ja. Deswegen wünsche ich sehr, dass ihr absteigt. Was soll ich Gladbach schlechtes wünschen, verdammt? Nächste Saison soll Gladbach absteigen. Boah, das wäre wirklich, also, da, wer will da wirklich noch irgendwie ein Wort dagegen sagen, dass der Fußballgott aus Frankfurt kommt? Wenn jetzt Hertha absteigt und nächste Saison Gladbach, einfach so aus dem Nichts absteigen. Das, boah, ich würde Party machen, ich würde totsaufen, ja. So, jedenfalls, Wahnsinn, ja. Es ist so viel passiert und ich bin gleich schon verdammte Scheiße, Mann. Ich habe mir für die Zeit gehen flöten, ja. Jedenfalls, es ist sehr, sehr spannend, was mit den Spielen passieren wird, ja. Keine Sorge, wir werden jetzt ausführlich vor dem Spiel, nach dem Spiel reden, wieder. Wie gewohnt, ja. Aber Krösche, Markus Krösche ist Sportchef von Eintracht, Sportvorstand, ja. Endlich, Freddy, bye bye, danke für alles. Jetzt ist der Markus da. Markus macht alles besser. Bitte mach alles besser. Es gab so viele Namen, die wurden hin und her gehandelt und sowas. Im Endeffekt, wen hätte man sich denn mehr gewünscht, ja? Der eine hätte sich den gewünscht, der andere hätte sich den gewünscht. Ja, ein Rangnick ist überall erfolgreich gewesen, wo er war, aber hat auch immer überall irgendwie, ich weiß nicht, ja, so Teamwork ist, glaube ich, nicht so sein. Teamwork make the dream work, ja? Das ist nicht so sein Devise. Ja? Sein Devise ist, wollt ihr den totalen Krieg, dann nicht mit mir, ja? So, jedenfalls, in einem Verein macht er totalen Krieg mit allen anderen, lässt sich von niemandem was sagen und macht, wie er will, ja? Hat auch nicht so gepasst. Plus, also bitte, was ist das? Also, das Image ist nicht schön so rausgekommen, nachdem er mit Holzer das Interview hatte für den Job und dann alles nach außen posaunt hat. Hier ist alles zu, ich muss einen ganz anderen Weg wählen. Gut zu wissen, ja. Und dann alles nach außen da posaunt hat, wie Eintracht Frankfurt, auch falsche Interne nach außen. Also, was ist das? Was ist, also bitte, wirklich lächerlich, lächerliches Schulmädchen-Gesabbel, ja. Das, da bin ich froh, dass er es nicht geworden ist. Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin mit Markus Krösche so, ja, ich weiß nicht, so von Anfang an so auf dem Blatt oder so, ist es nicht so, wo man sagt, so, boah, ich springe jetzt durch die Luft und freue mich für ein kleines Schulmädchen, ja, an ihrem Geburtstag, aber ich kann nichts Negatives sagen. Der ist jung, der hat in Paderborn super Arbeit geleistet, super gearbeitet, mit wenig Mitteln in Aufstieg von Liga 3 in Liga 1 Durchmarsch geschafft. Du wirst nicht einfach so in Leipzig genommen als Nachfolger von einem Rangnick, ja, mit deren System da, was die alles haben und Netzwerk an guten Leuten, und kriegst du nicht einfach so die Stelle, ja, wenn du ein Totalversager bist, ja. Hat mit wenig Mitteln gut gearbeitet. Hat mit vielen Mitteln gut gearbeitet. Man darf nicht vergessen, wir holen uns den Sportchef davon. Also in Leipzig, jeder weiß, seine Kompetenzen wurden da beschnitten, wie auch immer, ja. Egal, er war ein verantwortlicher, wichtiger Verantwortlicher da in Leipzig, ja, vom Zweiten, ja. Liga Zweiten, Topmannschaft in Deutschland, nach dem Aufstieg von denen war es ja klar, die haben sich da, gut,
Wie wir dazu stehen, wissen wir alle hier. Aber gut, ich sag mal so, es ist kein Versager. Und nach oben ist alles offen. Ja? Also ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie er da, was er aus Eintracht Frankfurt machen wird. Bloß wenn man sich mal so, wenn man sich mal reinzieht, wie Holzer ihn beschrieben hat, wie er mit ihm gesprochen hat, wie der überhaupt ausgearbeitet hat, das Profil eines Sportvorstandes, also er und die Leute dahinter. Klingt doch eigentlich gut. Klingt doch eigentlich gut. Also besser kann man das doch nicht machen. Natürlich, das ist keine Garantie, dass es wunderbar weiterläuft wie bisher, aber es ist schon mal, es zeugt von Professionalität. Ja? Seriosität, Professionalität, wunderbar. Ja, ich bin sehr zufrieden an sich. Blicke der Zukunft sehr froh entgegen. So, jetzt fehlt uns noch ein Trainer. Wie ich finde, die wichtigste Stelle in einem Verein. Ja? Wichtiger als jeder Starspieler, wichtiger als alles. Wenn der Trainer, keine Ahnung, so wie der Trainer spielen lassen will, so wie er aufstellt, so spielt doch die Mannschaft. Was er mit der Mannschaft trainiert, so wird doch die Mannschaft besser oder schlechter. So wie er die Leute einstellt, wie er mit denen redet, wie sie aufbaut, wie er sie zerstört, wie er junge Spieler heranführt, neue Spieler integriert. Alles, das ist alles. Ja, das ist der Trainer. Das wird die spannendste Personalie sein, ja. Laut Insider-Medien, die man so aufschnappt, irgendwelche Klaus Peters, die da zu Hause sitzen und sich Sportreporter nennen oder Twitter-Experten oder was weiß ich, was man heutzutage dazu sagt, ja, posaunen ja ein Glasner, ein Oliver Glasner. Heißt der Oliver eigentlich? Martin Oliver? Irgendwie Glasner, der von Wolfsburg, als Nachfolger von Adi Hütter. Nun ja, dann wird halt aus dem Freddy und dem Adolf, ja, werden halt Markus und der Oliver, ja. Markus und Oliver werden die Eintracht dann wohl in die Zukunft führen. Vielleicht, wenn es Glasner werden sollte. Was halten wir davon, Glasner? Was haltet ihr davon, Glasner? Ja? Würde mich mal interessieren. Ja, also. Ja, mal gucken, wo Wolfsburg steht. Ja? Also ich bin jetzt kein Wolfsburg-Experte. Ich hasse Wolfsburg eigentlich. Ja? Aber so wie ich das in Erinnerung habe, waren die letzte Saison auch nicht gerade verkehrt unterwegs in der Liga. Ja. Also Wolfsburg spielt sehr erfolgreich. Ja? Der eine oder andere würde ja behaupten, ja, aber dass es den zu defensiv wieder spielen lässt. Ja? Hatte ich ehrlich gesagt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Fußball-Experte. Ich lese halt. Ich war wirklich die letzten Wochen, auch wenn ich keine Videos gemacht habe, ich habe nur gelesen. Fragt mich meine Frau, wollte mich zu Hause rausschmeißen, weil sie hat mit mir gesprochen, sorry. Sie hat mit mir gesprochen. Ich war die ganze Zeit nur in Eintracht-News unterwegs. Ja? Hab jede scheiß Eintracht-News gelesen, weil ich einfach wissen wollte, was passiert, wer geht, wer kommt, was für Sportvorstand, Trainer und so. Ja, die ganze Zeit. Und ja, also ich dachte auch, Glasner spielt recht defensiv und so, aber im Endeffekt habe ich dann gelesen, dass Leute, schlauere Leute, die sich damit beschäftigen haben, sorry, ich habe nicht die Zeit, wirklich jeden Tag die Tabelle zu studieren von anderen Mannschaften, ja. So, aber anscheinend hat Wolfsburg nur ein paar Tore weniger als wir geschossen, aber viele, viele weniger kassiert als wir, ja. Spricht ja auch, es ist ja, also, vielleicht ist es nicht so spektakulär, aber auf dem Papier ist es natürlich, also, du kriegst weniger Tore und schießt dafür nur viel weniger Tore und schießt ein bisschen weniger, ja. Super defensiv ist es nicht. Es ist eine bessere Balance zwischen Defensiv und Offensive. Das ist ja eigentlich super, ja. Also, ich wäre nicht abgeneigt, ja. Es ist für mich jetzt nicht so, auch da hätte ich keine Luftsprünge gemacht, so, aber man darf nicht immer, also, warum will ich eigentlich Luftsprünge machen heute den ganzen Tag? Ich weiß es nicht, ja. Aber, also wirklich, wir haben vor einigen Jahren, wäre das vielleicht nicht so einfach gewesen, dass Eintracht Frankfurt sich mal denn, der Sportvorstand geht weg, dann nehmen wir den vom Tabellenzweiten den Sportvorstand und wir nehmen den Trainer vom Tabellendritten. Das wird doch was für Eintracht Frankfurt, ja? Vor einigen Jahren war das nicht so einfach, ja? Da können wir froh sein, dass wir erstmal in dieser Position sind bei Eintracht. Auf der anderen Seite lese ich die ganze Zeit, der hat Eintracht abgesagt, der hat Eintracht abgesagt, der hat Eintracht abgesagt. Dann denke ich mir, ey, überschätzen sich diese Leute ein bisschen? Oder unterschätzen, das heißt unterschätzen, also wie interessant muss Eintracht Frankfurt denn noch werden? Ja? In den letzten 4 Jahren dreimal international. Wir rechnen jetzt schon nächste Saison mit, weil wir sind europäisch safe. Ja? So. In den letzten 4 Jahren dreimal europäisch dabei. Aber wir müssen betrachten, wo wir angefangen haben vor 4, 5 Jahren. Mit einem Kader. Was war das? Bobic hat 3 Millionen investiert. Konnte.
3 Millionen in den Kader investieren. Das war, wo er angefangen hat, erste Saison, wo wir nur Tausende von Spielern ausgeliehen haben. Wisst ihr noch, ja? So, und einen Moment, ich muss hier gerade parken. Ja, fährst du oder fährst du nicht, Kollege? Ja, komm, wir fahren noch eine Runde. Was vor, dass ich dich nicht Bastard genannt habe? Bastard. Ja? So, jedenfalls, ja, Bobic hat für 3 Millionen eine ganze Mannschaft gebaut. Und dann, aus dem Nichts, mit wenigen Mitteln, mit null, mit quasi mit null, mit 3 Millionen, eine ganze Mannschaft, ich bitte euch, das ist heute wirklich nichts. Ja, kannst du gleich, das ist so wie wenn du in einen Club gehen möchtest, das 10 Cent einstecken. So, mach das mal, ja, Club, so, kennt ihr noch Clubkinder, was man früher gemacht hat, ja? So, Diskothek, ja, vor Corona. Jedenfalls, ja, aus dem Nichts und dann, danach, Pokalfinale, Pokal gewonnen, Euroleague. Euroleague-Halbfinale gegen Chelsea nicht verloren. Nicht verloren. 2 Spiele und nicht verloren. Nur so ein billiges Elfmeterschießen hat uns da rausgeworfen. Ja? Dann nochmal Europa League. Ja? Dann, ja, dann beste Saison der Vereinsgeschichte. Ist rausgefahren, einer vor mir hat den Parkplatz geschnappt. Das ist definitiv nicht zum Lüftsprünge machen. Ja? So, dann beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt, spielt 3 Spieltage vor Schluss. Ist okay, fahr, ist okay. So, spielt 3 Spieltage vor Schluss noch um die Champions League mit, ja. Also, das ist meine Entwicklung, ja. Hast dir einen Namen gemacht in Europa durch die besten Fans? Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen kritisch mit den Fans und Corona, ja. Hast alles, ja, verbessert. Hast dir einen Namen gemacht. Talente sprudeln, wollen alle zur Eintracht. Wir haben sogar jetzt hier, übrigens, ich muss ja hier Eintracht-News erzählen. Hier, Fabio Blanco, oder wie er heißt. Benny Blanco, kennt ihr? Wenn nicht, googelt Benny Blanco, guckt durch den Film an. Carlitos Way. Jedenfalls, Fabio Blanco, anscheinend, also da ist ein bisschen so, ist es jetzt ja oder nein so, aber es schien schon sicher zu sein. Eines der größten Fußballtalente Europas, wenn man das so sagen möchte, ja. Also wirklich, Real Madrid, also Real, nicht Real und Madrid, sondern Real und Barca und jede gute Mannschaft der Welt war hinter dem her. Anscheinend kommt dazu einfach ein super Rechtsaußenspieler mit super Fähigkeiten, wirklich super Talent, 17 Jahre alt und der wird geholt und ich bin sicher nicht für die Ersatzteams von Eintracht Frankfurt, sondern für die erste Mannschaft. Der ist ein super Talent. Soll ich für die Eintracht in China haben? Ein weiterer Portugiese soll ich für Eintracht in China, der ist Spanier übrigens. Weiterer Portugiese soll ich, super junger Spieler, soll ich in offensiver Mittelfeld, Cunha oder so, Cunha oder irgendwie sowas, soll ich für die Eintracht in China haben? Ja? Das läuft super, ja? Eintracht hat Talente entwickelt, integriert, weiter aufgebaut, verstärkt mit Gewinn und Zukunftsperspektive verkauft. Super Weg, weitermachen so, ja. Läuft ja alles perfekt und alles schön und gut. Und ich kann mir einfach nicht verstehen, warum die immer noch sagen, nee, Eintracht Frankfurt, das ist also, liegt das wirklich am Geld? Ist es nur das Geld das Problem heutzutage? Ist das Geld die Wurzel alles, allen Bösens, ja, auf der Welt? Ist es wirklich noch so? Ist es nicht so ein Klischee? Dass die Leute einfach nur sagen, ja, nee, zu wenig Geld, will ich nicht zu Eintracht Frankfurt kommen, ja? Dass Eintracht Frankfurt sich nicht einfach gemacht hat, einen Namen über die letzten 5 Jahre, eine richtig spannende, geile Adresse geworden ist, um Fußballtrainer zu sein? Klar, die Trainer, die noch nie etwas Besseres trainiert haben, so, oder auch noch nie so auf dem Level trainiert haben, in der ersten Liga oder sowas, die ist einfach von natürlich jetzt der nächste Schritt, ja. Aber, oh nein, das ist doch jetzt ein Witz. Hermes, Alter, Herpes, Alter. So. Oh, Junge, bleib mal stehen. So, jedenfalls, das ist alles unvorstellbar, dass die nicht zur Eintracht wollen und dass sie dann so rummachen und alles, ja. Ja, klar, Erik Ten Hag oder wie der heißt, ja, okay, der ist bei Ajax Amsterdam, sorry, ja. Ajax Amsterdam ist zwar eine super Adresse. Früher war das eine richtige Weltmannschaft, ja, Weltverein so mittlerweile, ja, und alles so, aber ey, das gibt's doch nicht, dass er den auch den Parkplatz kann. Ich verfickten. Ja, jedenfalls, fahrt besser alle weg von mir, Bastard. So, jedenfalls, der hat abgesagt und der hat abgesagt und der hat abgesagt und diese ganzen Namen haben abgesagt, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist nicht, dass Eintracht Frankfurt nicht attraktiv genug sein soll für einen Trainer, ja? Wirklich, wirklich, ja? Ich rede jetzt schon so lange um heißen Brei herum, ja? Ja, es ist einfach, es ist fürchterlich hier. Was ist das denn hier?
Ja. So viel bei Eintracht Frankfurt. Egal. Soll, wird es denn Glasner werden? Was ist mit diesem von Bern? Wie spricht man das denn aus? Seon, Cian, also E-O-A-N, irgendwie schreibt man das, ja? Ja, von Young Boys Bern. Der hat doch Adi Hütters Arbeit am besten, also was ist am besten? Er war der Nachfolger von Adi Hütter in Bern. Und nach Adi Hütter. Adi Hütter hat zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen mit Bern. Und der hat dann die jetzt 2-3 Jahre am Stück gewonnen, ja? Bern zur Macht gemacht in der Schweiz und hat den Adi Hütter Fußball perfekt weiter ergänzt, ausgeführt, durchgeführt, auf das nächste Level gehoben, sagen wir es so, ja. Warum denn nicht der? Was Leverkusen sucht jetzt auch einen Trainer, habe ich gehört. Ja, es ist überhaupt krass. Was, da fällt ein Stein um, Sorry Dortmund, eigentlich habe ich nichts gegen euch, aber das, ihr habt angefangen damit. Ja. Musstet ihr Favre feuern in der Saison? Ja, musstet ihr das tun? Ja. Ey, was ist für ein Domino-Effekt-Karussell da raus geworden, ja? Die halbe Bundesliga sucht einen neuen Trainer. Und dieser Marsch ist nach Dings gegangen. Nagelsmann ist zu Bayern, aber das ist ja kein großes Geheimnis. Was die Trainer da mittlerweile für Aussagen von sich geben und rumeiern und sowas, das ist ja. Da kann man lange diskutieren. Ich finde es fürchterlich. Aber nichtsdestotrotz kriege ich keinen Parkplatz einfach. Ich finde es fürchterlich, ich finde es ganz schlimm. Aber ganze Bundesliga steht Kopf. Leverkusen sucht vielleicht auch noch einen Trainer, aber ich weiß es nicht, ja. Ich würde es okay finden, wenn Oliver Glasner kommt, wenn Oliver heißt. Ja. Also soll sein Ding machen. Würde aber irgendwie so ein Tick wieder mehr freuen, wenn Sion oder wie er heißt, aus Bern kommen würde. Ich weiß nicht wieso, ja, aber irgendwie fühle ich mich besser, wenn ich weiß, da ist einer, der führt den Adi Hütter Fußball fort. Hat das schon erfolgreich gemacht. Ja? So. Was da noch für Dreh. Oh, bitte, lass das mal ein Parkplatz sein. Halleluja. Ja, so. Ich weiß gar nicht, was da noch für Kandidaten drin sind. Baumgart wird ja immer wieder da reingeworfen. Oh, ich bin so froh, dass es nicht dieser Roger Schmidt ist. Da wird ja auch gesagt, ja, Roger Schmidt hat mit Krösche schon so wunderbar zusammengearbeitet und war Trainer mit dem in Leverkusen. Und ich weiß nicht, aber Roger Schmidt will ich in Frankfurt nicht sehen. Es gibt diese nachtragenden Fans, die ihm das noch übel nehmen, dass der Eintracht Frankfurt kurz vor Ende abgesagt hat, da damals, 100 Jahren, dann zu Leverkusen ging und so. Aber ich weiß es nicht, das ist für mich... nix. Das ist für mich nix, ne? Und was es dann noch alles gibt, so, ja, ein Baumgart, ja? Ich weiß nicht, also die einen sagen ja, ein Baumgart ist voll der geile Typ, kann ja auch sein. Ich würde das auch geil finden. Ich mag diese Bruce Willis-Typen, diese Abgefuckten, die einfach geradlinig sind, so ein bisschen alte Schule und solche. Baumgart habe ich noch als Spieler erlebt, ja, so alt bin ich schon, habe ich ja noch als Spieler erlebt, ja? Ich mag den als Typ so. Ich kann wirklich absolut nichts dazu sagen, wie er als Trainer ist, ja? Aber so schlecht kann er nicht sein, ja, und jeder Trainer, der eine Mannschaft ohne wirklich viele Mittel in die erste Liga führt, ist kein schlechter Trainer und ist bestimmt ein geiler Typ. Ob er das Zeug dazu hätte, einfach mal auf das nächste Level zu bringen, ja, es muss ja immer auf das nächste Level, irgendwann ist doch Stopp, irgendwann bist du auf einem Level, wo du dich nicht mal weiterentwickeln kannst, aber wenn du da bist, dann hast du andere Probleme, ja, als eine Weiterentwicklung. Aber noch ist Eintracht Frankfurt nicht angekommen am Ende der Entwicklung und wir brauchen jemanden, der Eintracht Frankfurt weiterentwickelt. Und da habe ich meine Zweifel, ja. Ich habe absolut nichts, wenn die Chefs von Eintracht Frankfurt sagen, ey, Steffen Baumgart und Markus Krösche sind die beiden, die uns weiterführen in den nächsten Jahren und auf das nächste Level bringen, ey, dann freue ich mich umso mehr, wenn die an deren Fähigkeiten als Trainer glauben, weil der ist ein cooler Typ, ein geiler Typ, mit dem werden wir Spaß haben, glaube ich, so als Trainer, ja. Aber Spaß ist nicht alles im Leben, ja. Es muss auch einer sein mit einem klaren Plan, mit einer Idee, mit einer Philosophie, wie er Fußball spielen lassen möchte und wie er dazu kommt, seine Ziele zu erreichen. Ja? Und da weiß ich nicht. Ja? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Schreibt es unter die Kommentare. Warnert TV ist back, sagt es allen. Ja? Und ich muss jetzt los und alles wird gut. Alles wird wieder gut. Eintracht Frankfurt, unser Sportvorstand ist da. Jetzt kommt der Trainer und die ersten Neuzugänge sind da. Wir werden es wieder öfter reden. Eintracht Frankfurt. Champions League. Es liegt in deiner Hand. Eintracht Frankfurt, du hast verkackt. Ist okay. Konzentrier dich, ja? Mainz, Schalke, Freiburg. 3-0 jedes Spiel, Champions League.